So sieht man es eben so manchmal von hinten. Das ist, wenn man am PC auf F5 drückt. Hochfliegen kann man auch. Da muss man das hier hochziehen. Oder halt so. Oder Doppelklick, dann fällt er runter. Mobs und NPCs gibt es nur im Survival-Modus. Und so sieht das Abbauen aus. Also, nicht so das Highlight. Blöcke platzieren. Ja, ganz lustig, aber ich muss zugeben, mein größtes Haus bis jetzt ist ist das hier gewesen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also hier, das ist Survival-Modus. Gibt es eben schon mal ein Schaf. Beim neuesten Update auch ein Schwein. Und wenn man ein bisschen geht, findet man auch einen Zombie. Aber es gibt keine Rüstung oder sonst irgendwas. Wo war denn das dann? Ich glaube, das war sogar noch das da. Das da kann es gewesen sein. Also das größte Haus, das müsste jetzt kommen. Bin ich da gelandet. Ja, komm, geh halt zu. Also, der Spielspaß ist gleich null. Vor allem, wenn man umgedreht drauf schauen muss. So. Also, das ist eines der größten Häuser, die ich mal gebaut habe. Das hat, glaube ich, grob geschätzt 12 auf 8 Blöcke. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Das wäre die F-Review. Jetzt gibt es so ein bisschen Note hier. Also Computerbild hat das, soweit ich weiß, mit 4,68 als Note bewertet. Also sehr schlecht. Und ich, da geht auf mein, ja, Comment. Insgesamt ist es schlechter als diese Classic-Version auf dem PC. Weil es überhaupt keinen Spaß macht, irgendwas da drauf zu machen oder so. Bis jetzt einfach noch nicht ausgereicht ist. Zumindest einfache Crafting-Rezepte fehlen. Und dieses Spiel hat überhaupt keinen Sinn. Ich meine, am PC, da kannst du eine geile Stadt bauen oder im Multiplayer kann man richtig cool miteinander chatten, alles richtig geil. Aber hier sieht man irgendwie überhaupt keinen Sinn. Man kann auch was bauen, aber das macht halt keinen Spaß. Und ja, da gibt es keinen offiziellen Support für Texture Packs. Und ich meine, mit 5,50 €, das liegt zur Preiskategorie Modern Combat und so, das ist schon was Hohes, ja. Also, eine Kaufempfehlung eindeutig nein. Von mir kriegt es 25 von 100 Punkten, weil eben große Minuspunkte das Gameplay sind, die Umsetzung und bis jetzt auch noch der Spielinhalt. Das Einzige, was Gutes ist, dies sind die Ladezeiten. So, das war also meine Review von der Minecraft Pocket Edition. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.